Kowalski, was ist mit ihm? Ich muss erst mit ihm reden. Aber ich dachte, das ist nur ein Techtelmechtel. Nein, das war es nicht. Ich meine, das ist es nicht. Das ist ernst und er hat es nicht verdient. Das verstehe ich. Das ist wirklich endlich mal richtig, was du gesagt hast. Liebe will nicht, Liebe ist. Liebe sucht nicht, Liebe kämpft nicht, Liebe wird nicht, Liebe ist. Liebe soll nicht, Liebe fragt nicht, Liebe ist. So wie du bist, so wie du bist. Er liebt mich. 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 David liebt Lisa und Lisa liebt David. David! Hab ich dich. Sag, was ist denn mit dir los? Ich bin glücklich. Aha, und warum, Himmels Willen? Lisa liebt mich und ich liebe sie. Warte, das ist noch zu früh. Nein, ich bin sehr froh, dich so zu sehen. Ich auch. Aber was stelle ich mit Rocco an? Ich will ihm auf keinen Fall wehtun, denn ich weiß, wie das ist. Und aus den eigenen Schmerzen muss man lernen. Also, ich muss ihm sofort die Wahrheit sagen. Das wird ihm wehtun, aber er muss es wissen, dass mein irrwitzigster Traum Wirklichkeit geworden ist. Und da kann man eben nicht... Ein Traum? Autsch! Ich habe nur was ausprobiert. Ich könnte die Welt umarmen. Keine Sorge, ich hätte bestimmt nicht mit Ihnen angefangen. Only you. Was ist denn hier los? Im Tanz in den Frühling? Unsinn, wir tanzen in den Himmel. Was? Bitte mit Laura? Ja, wir sehen uns später, Pepe. Junge, was ist denn mit dem los? Unser Sohn ist glücklich. Ja, das sieht man, aber warum denn bloß? Ja, Lisa Plenske liebt ihn und er liebt Lisa Plenske. Sag mal, willst du mich auf den Arm nehmen? Ach, Friedrich, du weißt doch, in der Liebe gibt es keine Gesetze. Ja, aber Grenzen. Oh, Friedrich, es ist doch wunderschön, dass unser Sohn endlich wieder glücklich ist und endlich wird wieder mal gelacht in unserem Haus. Hm? Bitte lass es zu, ja? Na, also gut, Fenster weit aufmachen und tief durchatmen. Genau. Selbst schuld. Da hättest du mich eben nicht provozieren sollen. So eine totale Meise, weißt du das? Hey, Opfer, nicht das Maul aufreißen, ja? Oh, sonst sagst du so viel, dass ich das war, ja? Das machst du doch sowieso. Wenn du schön lieb bist, könnte ich natürlich auch behaupten, das Teil wäre einfach so runtergefallen. Natürlich. Sophie ist auch doof und glaubt dir auch alles. Ich hätte es versucht für dich. Und ich lüge super. Ja, danke. Gib doch zu, es macht dich so richtig scharf, mich in der Scheiße sitzen zu sehen. Du wolltest, dass Sophie mich rausschmeißt, ja? Bitteschön. Ich mach meinen Abgang. Quatsch, Alex, so war das doch gar nicht gedacht. Wie war's denn dann gedacht? Ich fürchte gar nicht. Spontan eben. Spontan für'n Arsch. Ich glaube, du hasst mich und willst mich einfach nur fertig machen. Nein. Eben gerade nicht. Das hier ist das Catering und da fangen alle die tollsten Mädchen bei Carina immer an. Na, mutest du der Kleinen nicht ein bisschen viel zu? Ach, die kann sich doch schon mal ihren Arbeitsplatz angucken, ne? Wenn der Papi dann mal seine müden Knochen hochlegen will, dann übernimmt das Bärbelchen für ihn. Ja, da kann man nur hoffen, dass das kleine Babsilein mal nicht so stieselig wird wie der Herr Papa.
Na, meine Kleine, kennst du denn noch die liebe Tante Helga? Oh, guck mal, wie die mich anguckt. Du, ich sage dir, die versteht jedes Wort. Ja. Ja, das sagt meine Nachbarin auch immer. Über ihre Begonie. Du, Helga, wollen wir ein bisschen darüber gehen? Ich finde, hier stinkt's. Da solltest du mal die Windeln wechseln, Supermami. Du, jetzt, wo die Kleine da ist, da müsst du doch langsam mal ans Heiraten denken. Du, das tun wir auch, und zwar rucki-zucki, du. Standesamt, ein Bierchen drauf und gut ist, ne? Also ist das nicht ein bisschen wenig, hm? Nein, ihr müsst das durchrechnen. So eine mittelteure Hochzeit, die habt ihr in 0, nix wieder drin, wenn ihr euch die richtigen Geschenke bestellt. Ne? Ja, guck mal, der Clown ist dein Papa. Bitte, ich versuche gerade eine emotionale Bindung hier aufzubauen, ja? Ja, super. Du, ich verbinde dich dann auch emotional, wenn unser Engelchen heute Nacht gekackt hat. Die Yvonne, die hat mir gerade gesagt, dass ihr da schon so gewisse Vorstellungen habt, also was die Hochzeit betrifft. Und ich, also ja. Ich bin... Also das wird auf alle Fälle eine ganz, ganz große Angelegenheit. Total shishi. Ist ja immerhin der wichtigste Tag des Lebens. Ja, sicher. Ich kenne dich doch. Hey, ich bin am Telefon. Komm rein. Marc. Nein, Moment mal. Überlass bitte diese Entscheidung mir, okay? Was soll denn hier heißen? Du hast Angst vor Hugo. Also komm bitte, mach dich doch nicht lächerlich. Ja, nee, ist gut. Ja, okay. Bis dann. Du siehst nicht sehr glücklich aus. Bin ich aber, und das ist das Problem, ich. Hugo, ich muss mit dir reden. Bist du sicher, dass du das Richtige tust? Ja. Du weißt, dass er dir das Herz brechen kann. Ich hoffe, dass du weißt, dass ich mein Herz... Ich müsste eher zerbrechen, bevor ich dir wehtun würde. Ich weiß, dass er mich wirklich liebt und ich liebe ihn. Ich freue mich für dich. Ehrlich. Gerne ein bisschen allein. Nein, auf gar keinen Fall, Hugo. Hier ist David Seidel. Ich komme leider nicht zu der Spring Fashion Convention dieses Jahr. Ja. Warum? Weil ich verliebt bin. Was? Nein. Nein, ich bin David Seidel und ich bin nicht verrückt. Okay, bye-bye. Ich habe jede Minute mit dir geliebt. Ich hoffe, es ging dir auch so ähnlich. Ich wollte dich nicht verletzen. Ganz bestimmt nicht. Lisa. Ich will, dass du weißt, dass ich dich sofort hier und jetzt entführen wollen würde. Dann lass uns gehen. Es kann sein, dass ich jetzt ein bisschen Abstand brauche. Wenn du mich brauchst, ich bin für dich da.
Tschüss. Kleinen Schmitz, wie kennst du, ne? Die haben ja im Goldenen Eber in Göberitz gefeiert. Ja, das soll zünftig gewesen sein und ziemlich preiswert. Also billig und ordinär. Also ich weiß nicht, zwischen lauter Resopaltischen und Hirschgeweihen rumtanzen? Ne. Ja, also Geweihe haben die dann nicht, aber da hängen so Schweineköpfe an den Wänden. Ne? Du, wir könnten doch auch bei uns zu Hause feiern. Ach so, Fässchen kaufen und auf dem Balkon rumrandalieren, also nicht. Nein, Quatsch, wir dekorieren schön, ein Buffet in die Küche, die Getränke alle in die Badewanne. Oh ja, und dann spielen wir alle Topfschlagen. Ja, machen kann man das schon. Der Olszewski bei uns eine Straße weiter. Der also ich denke, ihr könnt auch einfach auf dem Standesamt eine Flasche Erdbeersekt köpfen und gut. Du hältst jetzt mal einen Rand, ja? Wie findest du das? Also die Idee, dass wir bei uns feiern. Also eine Hochzeit ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache. Ein großes Ereignis im Leben zweier Menschen. Und für beide Ehepartner bedeutet das eine wirkliche Zäsur. Oh Gott, jetzt badert er wieder. Na, recht hat er schon. Du, womit denn? Er hat da noch gar nichts Richtiges gesagt. Also gut, meine Herrschaften, dann jetzt mal die Kurzversion. Wenn ich der Frau, die ich liebe, ewige Treue schwöre, dann will ich, dass jeder sieht, wie sehr ich diese Frau und das Leben mit ihr will. Und wie sehr ich mich darauf freue, dass ich alles tun würde, um meine Frau und mein Kind glücklich zu machen und ihnen alles zu bieten, was man ein schönes Leben nennt. Sag ich doch. Korinthenkacker. Mein Werk auf Umweltpapier zu drucken, was bilden die sich ein? Machst du mir ein? Hallo, Sophie. Hallo. Fruchtcocktail mit einem Schuss Grenadin. Danke. Okay, ich sag's jetzt lieber gleich, Sophie. Es ist was passiert in deiner Wohnung. Habt ihr es getrieben, ihr zwei? Blödsinn. Nein, du hast doch diese Ming-Vase. Song. Was? Nicht Ming, sondern Song-Dynastie. Ja, egal. Jedenfalls ist sie kaputt. Bitte was? Ja, das war so. Ich hab... Sie hat mir gesagt, ich soll vorsichtig sein beim Saugen. Und dann muss ich mich irgendwie ungeschickt umgedreht haben und doing. Und doing. Ja, sie ist runtergefallen. Zu Bruch gegangen. Hast du eine Ahnung, was diese Vase wert war? Nein. Das Gute ist, die Versicherung auch nicht. 2,20 bitte, 60 Cent. Okay, dann also um 8. Mhm. Ich werde wahrscheinlich schon eine Stunde früher da sein. Du auch? Okay, dann sehen wir uns ja gleich. Mhm. Ich freue mich auch. Okay, dann leg mal auf, ja? Nein, du. Okay. Tschüss. Ciao. Hallo, das war David. Ach was? Ja, wir haben eine Verabredung. Ja, wieso denn mit David? Geschäftsessen? Nein, ein Rendezvous, das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Also, Lisa, jetzt komm mal auf den Boden zurück. Du tust ja so, als wäre das dein erstes Rendezvous mit einem Mann. Entschuldigung. Und denken Sie dran, auf Sonnenschein folgt Regen. Schlaumeier. Selbst. Ja, so viel zu deinem Plan, David den Korb zu geben. Ich hatte das wirklich vor. Blödsinn. Du wolltest was ganz anderes. Recht. Oh, Herrgott, bitte lass es wahr werden, damit ich endlich mal was anderes sagen kann als schlag ihn dir aus dem Kopf. Wieso denn eigentlich David auf einmal? Ich denke, du bist mit Herrn Kowalski zusammen. Naja, also Mama, das mit dem Herrn Kowalski, das war ja eher, also das war ja nicht so richtig. Also nicht, dass du jetzt mit so einem Kuddelmuddel anfängst, das geht doch nicht gut. Mama, ich weiß. Lass dir das von deiner Mutti gesagt sein. Hm? Mutti, wenn sie David haben kann, dann nimmt sie ihn auch. Und dann ist endlich Ruhe im Karton. Du bist einfach ein unerträglicher Trampel, weißt du das? Ich mach's ja wieder gut. Ach ja? Glaub ja nicht, dass ich das mit diesen 15.000 nicht ernst gemeint habe.
Allein schon die Erinnerungen, die an dieser Vase hingen, sind unbezahlbar. Seien Sie nicht mehr so gemein zu mir, ja? Ja, ist ja schon gut. Ich will ja morgen nicht in der Lokalpresse neben einem heulenden Teenie erscheinen. Danke, Sophie. Hi. Wie geht's? Wie immer, oder? Ja, sehr gerne. Und sei das nächste Mal ein bisschen vorsichtiger, ja? Danke. Dann ist er auf die Knie gegangen und hat gesagt, dass er mich liebt. Er hat gesagt, Lisa Plenske, ich liebe dich aus tiefstem Herzen. Oh, wow. Und nicht nur, dass es jetzt sogar zum dritten Mal schon gesagt hat, sondern ich habe sogar noch auf Band. Komm mal her. Oh, ich freue mich so für dich. Danke. Aber du wirst doch zu deinem ersten richtigen Date nicht zu spät kommen, oder? Hm? Wieso, wie spät ist es denn schon? Na ja, eine Viertelstunde hast du noch. Oh nein, ich habe mich doch noch gar nicht wie zurecht gemacht. Ich muss doch... Na Quatsch, du bleibst, wie du bist. Du kennst doch den Spruch. Gekauft wie gesehen. Außerdem David weiß ja, was ihn erwartet. Okay. Wie sehe ich aus? Ist auch egal. Super toll siehst du aus. Aber pass auf. Hm? Beim ersten Date... Ja? Nicht küssen, hörst du? Echt nicht? Oh Mann, Idiot. Okay, na schön, aber ohne Zunge. So. Danke. Tschüss. Ew. Also, Punkt 1. Taxi ist gerade eingeschlafen. Entschuldige. Also, Punkt 1. Standesamtliche Trauung im Rathaus Köpenick mit Sektempfang am Spreeufer. Wow. Punkt 2. Kutschfahrt durch ganz Berlin, circa 3 Stunden, bis uns alle gesehen haben. Oh, schön. Und wohin? Ja, am besten Klinikerschloss oder sowas Angemessenes halt. Na komm, Max, mir würde auch schon die Kutschfahrt reichen. Die könnte doch auch zu uns nach Hause gehen. Nein. Punkt 3. Kirchliche Trauung in der Schlosskapelle. Das ist zu teuer, Max. Zu sauteuer. Über das Finanzielle wird nicht mehr diskutiert. Max, ich würde mir von dem gesparten Geld ehrlich gesagt lieber einen Balkon anbauen. Hallo. Hast du Fieber, Lisa? Nein. Nein. Ja, wollen wir dann nicht noch ein bisschen bleiben? Nein, also ich, auch wenn ich jetzt alleine bin, ich bin gar nicht alleine. Ich habe noch eine Verabredung, ja. Ach so. Ja, dann viel Spaß, ne? Mhm. Danke. Weißt du, was ist? Ich glaube schon. Wer denn? Ich sag sie gleich. Draußen. Hey. Hey. Möchten Sie schon mal einen Blick in die Karte werfen? Nein, ich hätte gerne Champagner für 2. Also 2 Gläser Champagner? Nein, 1 Flasche Champagner mit 2 Gläsern. Das ist ein besonderer Anlass. Das habe ich mir fast gedacht. Danke. Was bekommst du? Ach, das geht heute natürlich auf mich. Oh, wie großzügig. Ich dachte, das ist das Mindeste, wo ich doch die Vase kaputt gemacht habe. Langweile mich nicht. Gute Nacht. Du bist ja ein solcher Schleimer. Ach ja. Wie wär's denn mit Danke, Alex, dass du mir den Arsch gerettet hast? Hm? Na gut, also ich muss uns zugeben, so wie du dich da rausmanövriert hast, das war gar nicht mal so dumm. Dankeschön. Danke. Ich hab dich unterschätzt. Möchten Sie die Flasche mitnehmen? Nein, ich warte noch ein bisschen. Wir würden dann gerne Feierabend machen.
Und so lange würde ich noch ganz gerne warten, wenn es geht. Wie Sie wünschen. Danke. Entschuldigen Sie, aber wir schließen gleich. Oh, okay. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Entschuldigen Sie, aber... Nein, nein, bitte noch nicht. Ich bin mir ganz sicher, er wird auf jeden Fall noch vorbeikommen. Er wird wohl nicht mehr vorbeikommen. Musik.